Peace, Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar Pokémon Go. Und wir starten sofort mit dem 10K aus Bali. Oh mein Gott. Ich hoffe, was Gutes. Bruh. Nein. Was ist das für ein Scheiß? Und dann noch so schlecht. Och Mann. Na gut. Kommt ein 2K einfach. So. Wir werden jetzt zum Raid gehen und dann werde ich ein paar Neuigkeiten erzählen und so. Dann sehen wir uns einfach, wenn wir beim Raid sind. Bis dahin. So. Wir sind gleich in der Arena. Ne, jetzt komme ich nicht auf meine Hand. Ich fange gerade noch an. Na klasse. Voll gefangen. Naja, wir sehen uns einfach wieder, wenn es geladen hat. So, jetzt geht's los, der Flunkiefer-Raid. Leider ist hier sehr viel Verkehr. Ich kämpfe alleine und ich hoffe, ich bekomme endlich ein Shiny und ganz viele dieser komischen bunten Bonbons, genau, Sonderbonbons. Ja, das könnte sogar knapp werden. Das könnte wirklich knapp werden, zeitmäßig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bin ich eindeutig schon ein bisschen, ha? Das wird ja wirklich sehr knapp. Haben schon einmal noch Ulti, einmal noch eine Ulti. Sehr schön. Resource eindeutig sehr gut. Jetzt kommt mein Kilogre. Schneller, Kyogre! Hier fahren gerade ganze Zeit Leute mit dem Quad rum. Aber ist egal, schneller, Kyogre, du schaffst das! Komm schon! Du bist für deinen Trainer! Du bist für mich! Nein, wieso nur du? Komm schon, Stellers. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall laufen ja nächsten Monat schon einige interessante Dinge. Und über die möchte ich gleich berichten. Ja, sehr schön. Also das werden wir wohl bekommen, das Flunkiefer. Und dann zeige ich euch auch mal das Shiny, meine Shinies, meine mittlerweile Shinies. Komm schon, beeil dich doch, hopp. Ja, ha, ha, huha, huha. Wir haben schon Feuersturm. Ja, klasse, gewonnen, sehr schön. Huh. 835. 2 goldene Himbeere, 4 Sonderbonbons, immerhin, sehr schön. 3500 XP, 3, 12, oh 14. Oh. Und kein Shiny, ah. Okay. So, dann laufe ich jetzt nochmal zum einem Einer Raid. Und Flunkiefer kann mal schön drinnen bleiben. So.
Knochenkiefer ist schon mal drin. 25 schon. Okay. So. Jetzt nochmal die wichtigen Sachen des Lebens machen. Sonderbonbons. Und zwar auf mein fast 1600er. Hallo? Oh, 1500 hat das fast. So. Okay. Okay, kein Shiny, leider. Hat nur 67 WP, kann man sich ja schnell fangen. Und darauf hoffen, dass es mal bald die Entwicklung gibt. Boah, Blütenwirbel. Na, wir sehen uns einfach wieder, wenn ich dort bin. An dem Raid da hinten an der Game Arena. Und ja. So. Wir sind auf jeden Fall gleich da. Und wenn ich Glück habe, ich gehe mal ein bisschen schneller. Schaffe ich es noch, die Arena einzunehmen. Und von dem raus war nur wirklich recht richtiger Schwachsinn. Wirklich nichts, das ich brauche. Rad. Und der ganze Kram. Was von aus wie so. Das war aber nichts Vernünftiges. Nicht sowas wie Sie, Commander. Oder so. So. Zum Kampf. Das werden wir doch wohl noch hinbekommen. So. Go, ja, go. So. Relaxo ist schon mal bis zur Hälfte weg. Okay, Relaxo ist eigentlich schon komplett tot. Okay, Body Slam würde sogar gehen. Und gewonnen. So, komm schon, hopp. Es hat nur noch 800 Leben. 865 Leben. Jetzt wahrscheinlich ist das ein Relaxo, das er gezogen hat aus der Feldquest. Die man, wenn man jetzt den Durchbruch hat, immer noch bekommen würde. So. Relaxo, you are died. Schwupp. Komm schon einmal noch. Nein! Doch nicht Hospos. Arena. So. Huh. Das könnte ebenfalls knapp werden. Aber werden wir schon noch schaffen. Mann. So, tot. Jawohl. Arena ist white. And blue. Gleich. Hab sogar noch genau 1,5 Minuten Zeit. So. Und was tun wir rein? Na, Amphoros.
So, nochmal rauf. Okay, wie lange läuft das? 10 Minuten. So. So, 50 Sekunden noch. Ich glaube, es wird ein Carpador sein. Und ich suche mir gleich ein leiseres. Okay. Ich suche mir gleich ein Plätzchen, wo es leiser ist. So wie jetzt. Nicht mehr. Und dann sage ich so die Neuigkeiten im Pokémon Go. Community Day. Die nächste, was mit Feldforschung ist. So, dann fangen wir nochmal in Zigzags. Und jetzt müsste der Raid auch schlüpfen. Auf jeden Fall ist das sehr nice, diese Lautstärke. Gefällt mir richtig. Nicht. Perfekt, weg! Na gut, Makuhita. 3000, glaube ich. Na was? Dafür brauche ich ja noch nicht mal ein Pokémon. Okay, GG, Info. Alles klar, empfohlene Gruppengröße. 5. Empfohlene Gruppengröße, 5. Und bei einem Lugia ist die empfohlene Gruppengröße. Also bei den legendären. 20, glaube ich, oder 18. Also, wenn man sich das mal so überlegt, Mewtwo hat 20, so wie ich weiß, wenn man sich das mal vorstellt. Das heißt, 5 dort, 20 beim Mewtwo, ist das Vierfache. Vierfache von dem 2000, 8000, das hieße, logisch, ne? Weise, meinetwegen. Irgendwie, man bräuchte 20 für ein Pokémon mit ungefähr 8000. Und ich schaffe eins alleine, das 13.000 hat. Also, Lutexo würde ich alleine schaffen. Ich schaffe gerade so Kokobei alleine. Was eigentlich recht entspannt ist. So, Kampf geht gleich los. Lugia ist da, Flamara, Stolosch, Tauschen, Kyogre und aus das. Und wenn wir wenn ich jemanden, meine Abonnenten, habe, der auf jeden Fall gut in, sich im Pokémon Go auskennt. Oder Pokémon an sich, würde ich gerne mal eine Frage haben an die Person. Die kann ja in die Kommentare das dann reinschreiben. Stimmt, dass das aus Austos, die Entwicklung von Austos, irgendwie Lapras ist? Denn das habe ich gehört und dann wurde gesagt, ja, in der vierten Generation ist es so, dass man Austos entwickeln kann zu Lapras. Was hältst du davon, Makuhita? Haben die recht? Nö, scheinbar nicht. Okay. Ja, hängt wieder. So, jetzt läuft es flüssig. Auf jeden Fall sehr schlecht. So, dann mache ich einmal sehr. Swap. Und gewonnen. Denkt er sich gerade nur. Du hast gewonnen. Von Himmelbeeren, Bereber, Sternstoff. Ah, schade. Okay. 6, 7, warte. 14 Bälle braucht man nicht. Das ist so eine Shiny. Auch nicht.
komm. Mach auch weiter. Klasse, gefangen. Wuhu. War ja auch richtig schwer, als wäre es ein legendärer Raid. Auf jeden Fall. Ein Visa brauche ich nicht. Und dann gehen wir gleich noch ein bisschen rum, nach da hinten. LOL! Sehr geil! Nein, das ist nicht geil. Das ist geil. Alola Sandan. Sandamer. Sandama. So, alle. Dann kann ich es gleich. Da ist noch ein Pikachu. Auch ein Shiny. Komm schon, Pikachu. Ja. Ich bleib einfach hier. Ist mir jetzt auch egal. Alles klar, jetzt regnet es. In Pokémon Go. Und es sind ungefähr 30 Grad. Total normal. Na ja, gut, fangen wir mal an. Als erstes Feldforschung. Es ist momentan noch Relaxo, aber es kommt bald, genau. Nämlich Raikou, worauf ich mich schon mal super freue. Oh, das wird lustig, okay. Also am 1. August, wartet. Na. Naja. Okay, stimmt. So, ich würde, also es ist ja am 1. kommt es ja raus. Raikou wird, nee, doch, nein, warte. Relaxo wird von Raikou abgelöst. Und ich werde es so machen, dass ich sicher als Server am 2. den Durchbruch mache, sonst mache ich es vielleicht zu früh, urzeitmäßig. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass danach zum Beispiel Entei kommt und danach Suicune. Oder erst Suicune, dann Entei. Hauptsache die drei Raubkatzen. Löwen, was man sagen möchte. Und in dem Feldquest kommt dann natürlich so Elektro-Pokémon raus. Also hier steht das irgendwo. Ich suche kurz im. Irgendwo steht das hier auch. Naja, finde ich gerade nicht. Naja, das bleibt dann ein Monat. Gut. Glücks-Pokémon. Haben, glaube ich, schon sehr viel darüber berichtet. Muss ich, glaube ich, noch nicht machen, wer es noch nicht kennt. Man hat die Chance, wenn man mit jemandem tauscht, dass es ein Glücks-Pokémon ist. Dann sieht es so aus wie auf den Bildern da oben. Einfach nur so kleine Glitzereffekte. Und nein, das nicht. Ja, direkt. Perfekt. Das ist das interessanteste Thema für mich. Und zwar was Einmaliges. Und zwar ein Pokémon Community Day, der 2 Tage lang geht. Nächsten Monat. 11. und 12. August. Und ja, jeweils von 11 bis, lass mich überlegen. Genau, von 11 bis 14 Uhr. Und
Ich überlege gerade nochmal die Namen. Also es gibt ja so ein Namensring. Ich habe keinen mehr. Habe schon alle verbraucht. Aber ich hoffe, es wird so sein, dass wenn man ein Shiny entwickelt, Evoli, dass hoffentlich auch die Shiny Entwicklung rauskommt. Und zwar für Aquana muss man Rainer eingeben, Pyro für Flamara und Sparky für Blitzer, Tamau für Nachtara und Sakura für dieses andere Ding. Ciana. Auf jeden Fall werde ich dafür ja, dann auch nochmal zwei Videos machen. Am 11. und 12. Und ich glaube, ich werde es dann so machen, dass ich den ersten Tag komplett durchfange und den zweiten Tag dann eben entwickle und nochmal ein bisschen rausgehe. Vielleicht so ein, zwei Stunden gehe ich dann raus. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich darüber. So, gibt es noch irgendwas? Nö. Dann war es das jetzt mit dieser Folge. Pokémon Go. Ich werde noch ein bisschen rumlaufen. Hab noch einen schönen Tag und ciao.